Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken. Der tschechische Fußballspieler Jakub Janto hat sich gestern auf Social Media geoutet und ist damit der erste aktive Nationalspieler, der seine Homosexualität öffentlich macht. Die Reaktionen weltweit, vor allem Bewunderung. Lukas Fähring mit den Einzelheiten. Dieser Schritt dürfte Jakub Janto nicht leicht gefallen sein. Das Video des Fußballers auf Instagram, es hat Durchschlagskraft. Hi, I'm Jakub Janto. Like everybody else. Wie jeder andere auch, möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken. And I no longer want to hide myself. Jakub Janto ist tschechischer Nationalspieler, weltweit der dritte aktive Profifußballer, der diesen Schritt öffentlich geht. Für sein Coming-out erhält der 27-jährige Sparta-Prag-Profi vor allem Zuspruch. Auch Thomas Hitzlsperger, selbst 2014 nach seiner Karriere mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit gegangen, zollt Janto Respekt. Was für ein Spieler, was für eine Persönlichkeit. Gut gemacht, Jakub. Auch Weltstar Neymar meldet sich unterstützend zu Wort. Ich denke, jeder sollte sich frei fühlen und spontan sein können, was er tun möchte. Doch die Realität sieht oft anders aus. Homosexualität im Fußball als Spiegel der Gesellschaft oft noch Tabuthema, so Christian Rudolf vom Lesben- und Schwulenverband. Ich glaube, dass seit langem im Sport eben die Sexualität und auch Geschlecht ja wirklich totgeschwiegen wurde. Darüber wurde nicht gesprochen. Es fehlen einfach die Vorbilder. Und ich glaube, auch die Unterstützung ist noch nicht so da, wie wir sie uns wünschen. Eines dieser Vorbilder könnte jetzt Jakub Janto sein, mit seinem Statement für einen toleranteren Profisport.